Beim Auspacken des Nasensprays ist zunächst das von uns beigelegte Begleitschreiben vorzufinden. Dieses Dokument enthält alle wichtigen Informationen zur Anwendung, Wirkung, aber auch möglichen Nebenwirkungen der Rezeptur sowie detaillierten Hinweisen rund um die Verwendung des Desmopressin-Nasensprays. Insbesondere wenn ein persönliches Gespräch mit der Ärztin, dem Arzt oder der Apothekerin, dem Apotheker einige Zeit zurückliegt, empfiehlt es sich, das Schreiben in Ruhe durchzulesen, falls möglich bevor oder ansonsten direkt nachdem das Spray zum Einsatz kam. Um auch in Akutsituationen schnell die wichtigsten Anwendungshinweise im Blick zu haben, sind diese noch einmal kurz und prägnant auf einem Flyer direkt in der Verpackung des Sprays zu finden. Gerade bei der seltenen Nutzung des Sprays ist es hilfreich, diese Informationen leicht griffbereit zu haben. Da die richtige Anwendung bereits bei der adäquaten Lagerung anfängt, sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass das Spray aufrecht zu lagern ist. Das Anwendungsgebiet des Desmopressin-Nasensprays erfordert eine exakte Dosierung, die nur möglich ist, wenn sich keine Luftblasen im Steigrohr des Hubaufsatzes befinden. Aus diesem Grund ist ebenfalls darauf zu achten, das Nasenspray nicht zu schütteln sowie größere Erschütterungen zu vermeiden. Um ganz sicher zu gehen, dass keine Luft im Steigrohr vorhanden ist und somit verfälschte Dosierungen zu vermeiden, werden vor der Applikation 2 bis 3 Hübe in die Luft gesprüht. Schon dabei soll das Spray gerade nach oben zeigen. Damit das Medikament gut aufgenommen wird, muss die Nase frei sein. Die Nase sollte also möglichst vor Anwendung geputzt werden. Bei nasalen Erkältungssymptomen ist Rücksprache mit dem Versorgungszentrum zu halten. Eine geplante Operation ist gegebenenfalls zu verschieben. Spray und Nase sind nun zur Anwendung bereit. Zur Applikation ist das Spray weiter aufrecht zu halten. Der Sprühstoß ist also parallel zur Nasenscheidewand abzugeben. Erfordert Ihre Dosierung die Anwendung mehrerer Sprühstöße, sind diese durch einen Wechsel nach jedem Hub gleichmäßig auf beide Nasenlöcher zu verteilen. Vor der erneuten Gabe in ein Nasenloch sollte bis 10 gezählt werden. Hier im Video wird die Applikation beispielhaft an 4 Sprühstößen und damit einer Dosierung von insgesamt 300 Mikrogramm gezeigt. Zunächst erfolgt die Gabe von jeweils einem Hub in beide Nasenlöcher. Anschließend wird im Kopf bis 10 gezählt und dann wird der Applikationsvorgang noch einmal wiederholt. Nach der Anwendung sollte der Sprühaufsatz gegebenenfalls mit einem sauberen Tuch gereinigt und danach wieder mit der blauen Verschlusskappe versehen werden. Wir empfehlen die aufrechte Lagerung des Sprays in der mitgelieferten Umverpackung. An den Tagen der Anwendung muss die Flüssigkeitszufuhr streng reduziert werden, sofern möglich auf maximal 1,5 Liter. Dies gilt für einen Zeitrahmen von 1 Stunde vor der Anwendung, insofern es sich um einen planbaren Anwendungsfall wie beispielsweise eine geplante OP handelt, und in jedem Fall bis 8 Stunden nach der Anwendung. Es sei darauf hingewiesen, dass pro Nasenspray insgesamt 45 dosisgleiche Sprühstöße appliziert werden können. Anschließend verbleibt noch ein geringes Restvolumen im Fläschchen. Weitere Anwendungen sollten jedoch nicht erfolgen, da zu diesem Zeitpunkt keine ausreichende Dosiergenauigkeit mehr gegeben ist. Um den Überblick zu bewahren, empfehlen wir die Anwendung mit Applikationszeit auf dem beiliegenden Informationsflyer zu vermerken. Der Zeitraum, in der eine eingeschränkte Trinkmenge bedacht werden muss, lässt sich dadurch genauestens nachvollziehen und insbesondere falls mehrere Gaben, zum Beispiel eine weitere Anwendung nach 12 Stunden notwendig sind, kann die Dokumentation hilfreich sein. Des Weiteren lässt sich dadurch die Versorgungsreichweite des aktuellen Fläschchens abschätzen und zum nächsten Termin im Gerinnungszentrum kann die Übersicht mitgebracht werden. Sollten sich weiterhin noch offene Fragen zur Anwendung des Arzneimittels ergeben, erreichen Sie uns montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter folgenden Kontaktdaten.